So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Hogwarts Legacy. Wir machen heute einen kleinen Hausbesuch, und zwar bei den Wilderern. Aufregende Neuigkeiten. Meine nächste Besenaufrüstung wird noch beeindruckender als die letzte. Kommen Sie schnell bei Spindwitches vorbei. Nicht jetzt, später. Warte mal, ich brauche ja... Ich kann ja ganz kurz mal eben... Warte mal, warte. Irgendwo war er gerade. Karte von Hogwarts, die wollte ich haben. Das wäre das Ding hier. Die Flügel des Glockenturms. Warte mal, ich muss gerade gucken. Ist irgendwo da. Ach, der ist hier draußen. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall zum Unterrichtsraum für die Tierwesen. So, dann gehen wir mal darüber. Das muss ja nicht allzu weit weg sein. Wo ist denn das überhaupt? Hey? Also wie flachsen jetzt? Das ist da vorne. Ach, das ist wieder so Kartenkammernummer. Warte mal, das war eine andere Mission, die wir haben, die ich haben wollte. Stopp. Das ist eine Hauptmission. Die will ich gar nicht jetzt erst angehen. Das will ich eigentlich irgendwann mal... Ich vermute, dass wir so in der nächsten Session angehen. Ich bin noch nicht so 100% sicher. So, wir gehen erstmal rüber hier zu Papi. Das war nämlich das, was wir eigentlich machen wollten. Keine Hauptmission. Sondern neben dem Quest. Weil Thema Kartenkammer, das ist wieder so eine Prüfung. Prüfungsnummer. Das ist wieder etwas, was sich so ein bisschen zieht, und das wollte ich eigentlich heute nicht nochmal machen. Aber gucken wir mal. Glück, dir geht's gut. Vielleicht bleibt das nichts anderes übrig. Da bist du ja. Du wirktest so durcheinander, als du gegangen bist. Die Wilderer sind bei meiner Oma gewesen. Jemand hat mich in der Hornschwanzhalle erkannt und dann sind sie zu ihr. Wie Ach du Scheiße. Das? Geht es ihr gut? Ihr geht es zum Glück gut, aber sie waren bei uns zu Hause. Dachten wohl, ich hätte das Ei dorthin geschickt. Gott sei Dank nicht. Sie sagte, sie hätten das ganze Haus auseinandergenommen und geschrien, dass wir sie ruiniert hätten. Scheiße, tut mir leid. Ich bin froh, dass es ihr gut geht. Ich glaube, das hätte keiner von uns ahnen können. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe die Wilderer unterschätzt. Und nun ist noch ein Geschöpf in Gefahr. Wie meinst du das? Die Wilderer wollten nicht mit leeren Händen gehen. Und stahlen wertvolle Tagebücher, die Oma bei ihren Nachforschungen über seltene Tierwesen entdeckt hatte. Eines davon enthielt Theorien über ein geheimes Versteck der Schnatzer, die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Was ist ein Schnatzer? Was für ein Wesen ist denn ein Schnatzer? Ich kenne den Schnatzer. Ein Vogel mit goldenen Federn. Er ist unglaublich. Hat drehbare Flügel, mit denen er schnell in jede Richtung fliegen kann. Tatsächlich... Basiert der goldene Schnatz im Quidditch auf dem Schnatz, wollte ich gerade ansagen. Vor Jahrhunderten grausam für diesen Sport verwendet wurde. Das war gerade genau das, was ich mit meinen Gedankenspiel war. Kleiner goldener Vogel, irgendwas, das war gerade irgendwo klar, dass das mit dem Schnatz zu tun haben sollte. Weil ich wollte gerade fragen, hat das mit dem Schnatz zu tun? Ja, natürlich, klar, wurde uns erklärt. So, warum interessieren sich die denn dafür? Sie sich für Schnatzer interessieren? Sie könnten mit Schnatzern mehr Geld verdienen, als sie es je mit Drachen kämpfen könnten. Die Federn und Augen der goldenen Schnatzer sind unglaublich wertvoll. Deshalb glaubt man, sie seien ausgestorben. Sie wurden von den Zauberern ausgerottet. Ich will mir gar nicht vorstellen, auf welch grausame Art sie heutzutage gezüchtet und für Profit getötet werden würden. Wo sind denn die? Steht das da drin? Schnatzer denn angeblich versteckt? Oma sagt, die Tagebücher seien etwas kryptisch, was gut ist. Vielleicht sind die Wilderer nicht schlau genug, um die Vögel zu finden. In den Tagebüchern wurde wohl nur vermerkt, dass der Schlüssel zu ihrem Versteck im Mondlicht liegt. Oma glaubt, dass man es auf eine Handvoll Orte eingrenzen kann. Ich hoffe jetzt nicht, dass es mit den Demigeist-Dingern zu tun hat. Ich nehme an, du wirst die Wilderer nicht in die Nähe der Schnatzer lassen. Oma will, dass ich mich raushalte. Aber sie ist am Boden zerstört, weil Wilderer hinter den Schnatzern her sein könnten, falls es sie noch gibt. Wir hatten das Überraschungsmoment auf unserer Seite, als wir den Drachen gerettet haben. Aber jetzt werden die Wilderer nach uns suchen. Wir brauchen Verbündete.
Andere, die die Wilderer ebenfalls hassen und Tierwesen genauso schätzen wie... Bei Merlins Bart, du bist ein Genie! Die Zentauren! Sie würden die Schnatzer um jeden Preis schützen wollen. Na, dann reden wir doch damit. Klingt so, als müssten wir mit den Zentauren reden. Wir müssen aufpassen, wie wir uns ihnen nähern. Das Verhältnis ist immerhin angespannt. Trotzdem könnten sie unsere einzige Hoffnung sein. Ich denke drüber nach. Ich melde mich, wenn ich einen Plan habe. Ja. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Ich befürchte, dass es jetzt... Ne, wir machen Abbey Weeks. Ich muss ein bisschen auf Zeit spielen. Weil wenn ich kann jetzt keine Folge raus, und die 3-4 Minuten dauert. Das ist sinnfrei. Ich habe schon 2 Folgen, die unter 10 Minuten sind. Hogsmeade. Wir müssen ein bisschen auf Zeit spielen gerade. Jetzt, also jetzt, klar. Ach, warte mal. Abbey Weeks, wir müssen... Spinfitches, ja. Jo. Hallo. Schön, Sie wiederzusehen. Wie immer habe ich für Sie einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Aber erstmal möchte ich Dinge verkaufen. Ja, ich habe mir die Sachen angeguckt, ich brauche sie nicht. Das brauchen wir noch nicht. So, was muss ich jetzt holen? Besenverbesserung? Wie viel kostet? Oh, 4000. 4000, willst du mich flachsen jetzt? Nee, tut mir leid. Hoffentlich bis bald. Oh, 4000. So, deswegen gehen wir zurück zum Raum der Wünsche. Zum Raum der Wünsche. Geheime Räume, hier oben ist er. Weil ich möchte gerne nur mal ganz kurz die zwei Sachen, die wir da haben, und packen. Warte mal. Sie sollten stolz auf all ihre gebrauchten Tränke sein. Ja. Aber warte mal, hier ist das Ding. Eine blutrote Maske, eine Quidditch-Umhang und noch irgendwas. Warte mal kurz gucken, ob wir hier irgendwas noch gebrauchen können dafür. Warte mal, blutrote Maske. Gesichtsbekleidung war das, ne? Genau. Ja, nehmen wir mit. Was war das noch? Quidditch-Umhang war das, ne? Ja, das steckt jetzt noch ein bisschen in den Haufen. Warte mal. Warum ist das jetzt ein Unterschied? Okay. So, dann noch irgendwas anderes war das noch. Keine Sorge, ich leg die Maske gleich ab wieder. Ich brauche sie nämlich nicht. Aber es gibt auch keine, warte mal, blöde Frage, nächste Frage. Gibt es hier Todesser-Maske? So was ähnliches zumindest? Ja, die sieht aber scheiße aus. Oder ist das eine? Ja, ich weiß, es ist halt ein bisschen blöde. Ich habe keinen Umhang mit einer Kapuze drüber, ne? Warte mal. Ja, sicherlich keine Ritteruniform. Dann werde ich heute das Slytherin-Ding ablegen. Warte mal, habe ich das irgendwie... Ich habe ja nichts, oder? Aber doch, klar, natürlich habe ich was. Ich
brauche. Aber wie sieht das schon? Ja, ich bräuchte. Schade, dass ich keinen. Keine Kapuze habe, oder? Ich habe, glaube ich, keine Kapuze, ne? Es gibt keinen Anzug mit einer Kapuze drüber, oder? Also zumindest nicht mit einer Kapuze, die auf ist. Nee. Das auch nicht. Ja, tut mir leid, ich bin ganz, ganz böse Charakter. Ich lasse das jetzt erstmal so. Einfach, weil es gerade irgendwie mehr. Oder warte mal. Nee, das gibt's nicht. Gut. Doch, gibt es. Ah, ist rein, das ist doch schon. Irgendwie gefällt mir das. Doch, ich lasse es so. Astreiner Todesser. Also zumindest so ein bisschen. So. Gut. Dann gucke ich gerade, was wir noch an Aufträgen so haben. Leider muss ich jetzt erstmal den Himmel jetzt die Grenze rausnehmen, die Nummer. Ja, es bleibt tatsächlich uns gerade so ein bisschen nur das Thema hier um dazu. Also, es bleibt das Thema hier leider momentan nur offen. So, in der Nähe der Kartenkammer. Wo müssen wir denn da überhaupt hin jetzt gerade? Der Ravenclaw-Turm? Nee. Sag mal, das ist doch hier unten irgendwo. Wir müssen da runter. Mich alle gerade angucken, ich mag doch gar nicht. Ich bin doch voll lieb und so. Ich bin doch voll vertrauenserweckend. Ja, gut. Ich würde jetzt sagen, trotzdem machen wir Feierabend für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit der Nummer. Bis dann. Tschüss.